Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen sehr niedlichen Adventskalender für euch. Und zwar habe ich hier den Pixie-Adventskalender. Das sind halt die Pixie-Bücher, die wir so kennen, auch noch von damals, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ihn bestellt bei Rossmann für 20 Euro und ja, Spoiler, es sind 24 Pixie-Bücher drin, die kosten normalerweise so 99 Cent, einen Euro, also 24 Euro Warenwert. Aber ich glaube, dass das einfach auch ein sehr, sehr schöner Adventskalender ist, so auch für Julius zum Beispiel, weil der aktuell auch sehr viel so Bücher liest, in Anführungsstrichen, er guckt sich die Bilder an und deswegen habe ich mir gedacht, der könnte richtig gut passen. Zeitgleich mit meinem Video geht übrigens auch das von der wundervollen Nicole von Chiquitas Place online, da bin ich auf ihre Meinung auch mal sehr, sehr, sehr gespannt. Und ja, da sehen wir jetzt einmal hier von außen, wie das Ganze so aussieht. Das glitzert auch, ne? Das ist, glaube ich, richtig toll. Es ist ein Kläppchen-Adventskalender, das heißt, wenn du den einmal aufgemacht hast, dann kriegst du den auch nicht so schnell wieder zu. Ich finde das Bild auf dieser Seite sehr schön, da sind die ersten 12 Kläppchen-Bücher drin enthalten. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Außen-Weihnachtswelt und ja, ich finde es richtig, richtig süß. Und lasst uns mal zusammen reinschauen, ich bin auf die Geschichten gespannt. Cool finde ich übrigens, dass wenn du das Kläppchen aufmachst, ist dahinter halt auch das Bild. Das heißt, das Bild bleibt auch die ganze Zeit bestehen. Wir haben als erstes Weihnachten in unserer Buchhandlung und ja, da haben wir einmal dieses Pixie-Buch hier. Es sind immer, ich weiß nicht wie viele Seiten, das steht auch online drin, ne? Also es ist halt ganz klassisch und ja, das finde ich sehr, sehr süß und gibt auf jeden Fall dann ein bisschen Lesestoff. Am 2. Dezember gibt es Weihnachten mit der Katzenbande. Ist vielleicht auch wirklich eine ganz süße Idee. Ja, hinten steht es auch drauf, 99 Cent kostet ein Buch, ne? Ist eine ganz süße Idee, so auch als Gute-Nacht-Geschichten oder so. Oder dass man halt sich selbst oder halt auch die Kinder dazu animiert, einfach mehr zu lesen. Ich merke selber, ich bin Autorin und habe im Pelletier-Verlag schon das ein oder andere Buch rausgebracht. Das setze ich euch auch gerne mal in die Infobox. Auch ein super Weihnachtsgeschenk zum Beispiel, ne? Das 5-Minuten-Tagebuch, meine Gedanken, ist wirklich dafür ideal. Ich habe das schon so viel im Familien- und Freundeskreis weitergeschenkt und alle freuen sich da echt tierisch drüber, weil das einen auch so ein bisschen nochmal zum Nachdenken anregt. Und wenn man nicht selber aktiv werden möchte, habe ich schon 3 Bücher rausgebracht. Ein Gedichtband kam dieses Jahr ganz, ganz fresh. Dann habe ich auch ein Buch über meinen Hund Sammy und seine fiktive Vorgeschichte rausgebracht und auch noch ein Schwangerschaftstagebuch. Also da ist eigentlich so ziemlich kunterbunt alles so bislang dabei. Vielleicht kommt demnächst ja noch ein weiteres Buch. Seid gespannt. Und ja, hier habe ich auf jeden Fall dieses mega süße Buch und ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Denn selbstverständlich auch mit dabei ist in diesem Adventskalender die Nummer 3. Eine Freundin für Tobi. Oh, wie süß. Es geht wohl um Drachen. Und hier hinten drauf auf diesen Pixie-Büchern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sind immer entweder Rätsel oder wie hier auch irgendwelche Rezepte oder so drauf, ne? Ich finde das immer ganz süß gemacht. Und da haben wir auch schon einige Bücher von diesen kleinen Pixie-Büchern. Ich finde die klasse. Den Adventskalender kann man übrigens wirklich einfach öffnen. Das ist halt auch für Kinderhände eine ganz gute Sache. Und da die Kläppchen halt so groß sind wie Pixie-Bücher, passt das wirklich gut. Hier haben wir die Nummer 4. Alle Geschichten sind auch so ein bisschen weihnachtlich angehaucht, was ich persönlich einfach feier. Passt natürlich auch zum Adventskalender. Rubens Elch haben wir am 4. Dezember hier drin. Und ja, genau, da geht es um einen Elch. Auch ein süßes Cover, muss ich sagen. Ruben scheint dann der Junge zu sein und dann halt der Elch. Und da bin ich mal gespannt, was Rubens Elch so anstellt, um es mal so zu sagen. Am 5. Dezember haben wir hier die Geschichte über Hansi Hase im Schnee. Ja, süß. Und hier hinten ist dann tatsächlich auch so ein kleines Rätsel, wie man den Schneemann in die richtige Reihenfolge bringt. Es ist süß. Ich mag diese kleinen Geschichten. Nikolaus, da haben wir natürlich auch eine Nikolaus-Geschichte. Der Nikolaus im Hühnerstall. Das sieht sehr, sehr witzig aus und da bin ich auch mal gespannt auf die Geschichte. Richtig cool finde ich übrigens auch, dass die Kläppchen halt nicht zerreißen oder so. Das heißt, du kannst den Adventskalender auch schön dekorativ in der ganzen Weihnachtszeit so bei dir hängen haben. Finde ich auch immer wichtig, ne? Bei vielen Beauty-Adventskalendern ist es so, nach 2 Türchen hast du im Prinzip schon den ganzen Adventskalender kaputt. Das ist ein bisschen schade. Ist hier richtig toll gelöst. Am 7. Dezember wird es ein bisschen religiöser. Ein Engel für den Pastor. Pastor ist hier der Titel von dem kleinen Büchlein, was wir hier haben. Und ja, genau. Wie unheimlich passend ist bitte die Nummer 8. Die darf machen, dass es kracht. Und das darf's, weil zum einen ist das halt ein wundervoller Reim, den ich irgendwann mal drin hatte und seitdem sage. Zum anderen, weil Sammy, unser Hund, ihr habt ja eben das Bild eingeblendet gesehen, an dem Tag Geburtstag hat. Und hier haben wir die Geschichte Eska und der Wolkenschäferhund drin. Ist das nicht passend? Leute, zieht euch das einfach mal rein. Also das ist wirklich, das passt wie Poppes auf Eimer. Und
Ja, Sammy ist ein Schweizer Schäferhund, ungefähr. Der kommt ja von der Straße. Und das ist so, so cool. Also, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich freue mich immer über Hundegeschichten und dass man dann auch Julius, also unserem ein dreivierteljährigen Sohn, dann auch so Hundegeschichten mal zeigen kann. Weil super viele Katzenbücher und Katzengeschichten haben wir, aber wenig über Hunde. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein relativ realistisch gezeichnetes Buch freuen, und zwar Stadtvögel im Winter. Ja. Okay, gut. Das kann man definitiv machen, wie du Weihnachtsvögel als Untersetzer für Gläser und Becher bastelst. Ach süß, ne? Bastelideen, schön. In der Nummer 10 darf es mit Die Nase vom Schneemann weitergehen. Also richtig knuffig, richtig süß. Also, ich mag diese weihnachtlichen Geschichten. Und wenn, also Julius interessiert es noch nicht so groß, wenn ich ihm das vorlese, ne? Ich soll halt sagen, was ist da, was da alles so in dem Buch drin ist, ne? Aber was da steht, ist vollkommen Wurst. Und da guckt er mich immer nur fragend an, so, Mutti, was zur, ne? Warum? Und ja, das lese ich mir dann aber selber durch. Oh, am 11. Dezember geht es ein bisschen cooler. Geht's ein bisschen cooler, genau, geht's ein bisschen cooler. Die drei aus dem Kiebitzweg. Das scheint eine Reihe oder so zu sein. Die Weihnachtssternsucher ist hier einmal die Geschichte. Das scheint irgendwie so eine Reihe auch zu sein. Ich kenne die so nicht, ne? Ich habe mich mit den ganzen Kinderbüchern noch nicht so intensiv befasst. Wir haben zwar einige hier, aber da hast du noch nicht so die Ultra-Geschichten drin. Und nach der ersten Schnapszahl gehen wir dann zur Halbzeit über. Weißt du, wie der Winter riecht? Oh, da unterhält sich ein Junge mit einem Engel oder so oder mit jemandem, der sich als Engel verkleidet hat. Ja, genau. Dann steht hier auch, wie man Weihnachtstee macht. Erste Halbzeit, ich finde es total toll gemacht. Ich mag dieses ganze Weihnachtliche, klar, offensichtlich. Ich finde es einfach sehr kunterbunt, aber trotzdem halt mit einem Hauptthema. Und irgendwie, es kommt alles sehr, sehr schön und liebevoll rüber, halt nicht so. Adventskalender hinklatschen, Leute, gebt euer Geld aus und wir stecken es uns ein. Ne? So fühlt man sich hier irgendwie echt gar nicht. Hier haben wir jetzt die Kehrseite von dem Adventskalender. Ja gut, da steht drauf, nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Man muss schon aufpassen, weil die Bücher können natürlich zerrissen werden oder so. Ich würde das auch immer mit Julius dann zusammen machen. Ne? Okay, also am 13. Dezember haben wir das Buch Stille Nacht drin und hier hinten drauf haben wir ein Suchbild. Da kann man irgendwelche Würfel wohl suchen. Am 14. Dezember haben wir das Buch Im Hexenwald schneit es Geschenke. Und da geht es um eine Hexe und eine Katze. Und irgendwie sieht das auch ziemlich witzig aus. Und ich mag auch gerne Märchen. Also für mich ist so Wintermärchen ist so das Nonplusultra, was ich auch irgendwann mal dann Julius so, ne, vorlesen werde und so weiter, weil ich liebe tatsächlich so die Weihnachtszeit und ich liebe Märchen. Am 5. Dezember haben wir ein Buch über einen Dachs, Jorik und der große Sturm. Da sehen wir nämlich vorne drauf einen Dachs, also glaube ich jedenfalls, und ich glaube, das ist Jorik. Und hinten haben wir dieses Rätselbild. Der Sturm hat Joriks Mütze weggeweht, findest du sie wieder? Ja. Genau, da kann man auch noch immer ein bisschen rätseln. Das ist auch süß. Am 16. Dezember die Schnähmaschine. Okay, da geht es wahrscheinlich um Schnee und um Nähen. Sehr, 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 sehr süß. Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, haben wir Weihnachten Ahoi. Da geht es um Piraten. Sowas finde ich auch immer ziemlich cool. Und ich glaube, sowas kann man dann auch immer ganz niedlich vorlesen, ne? Da bin ich immer sehr, sehr, ja. Kreativ, genauso wie mein Freund halt auch. Und hier haben wir irgendwie einen Schneemann-Piraten drauf. Süß. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich 10 kleine Winterlinge drin. Das sieht auch recht knuffig vom Cover her aus. Und hier hinten drauf kann man dann auch irgendwelche Sternlichter basteln. Oh, da erinnere ich mich noch an damals. Habe ich den Adventskalender eher für mich oder für Julius gekauft? Man weiß es noch nicht so genau. Am 19. Dezember haben wir die drei aus dem Kiebitzweg auch wieder. Also das scheint wirklich so eine Reihe zu sein, ne? Spuren im Schnee haben wir hier. Und da kann man dann auf der Rückseite den jeweiligen Tieren ihre Fußabdrücke, ihre Spuren im Schnee zuordnen. Auch echt niedlich gemacht, ne? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Am 20. Dezember haben wir Pepes Weihnachtswunsch drin. Das ist einmal dieses hier. Und da geht es hier bei Pepes Weihnachtswunsch übrigens um Hasen. In der Nummer 21 wird es süß, denn da haben wir die wunderbare Schokoladenwerkstatt. Und natürlich ist passend dazu hinten drauf auch noch ein Rezept abgebildet, ne, wo man dann etwas nachkochen kann. Weihnachtliche heiße Schokolade. Jetzt kriege ich Hunger, ne? Das ist natürlich ja, sehr, sehr gemütlich. Und es gibt Leute, die mögen warme Milch. Es gibt Leute, die hassen warme Milch. Ich mag sehr, sehr gerne warme Milch, ob als normal warme Milch oder mit Honig oder mit Kakao. Bin ich vollkommen entspannt.
ne? Oh je, wir sind schon beim 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl. Wie der Weihnachtsmann Kaiser Franz überraschte? Okay. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Sissi zu tun hat, aber ja, das scheint hier auf jeden Fall der Kaiser Franz zu sein und der Weihnachtsmann. Und da gibt es eine süße Weihnachtsgeschichte. Ist das Mozart? Einen Tag vor Heiligabend dürfen wir ein Buch über Linus und die Weihnachtskuh lesen. Das ist knuffig, oder? Sowas mag ich ja auch ganz gerne, wenn halt so die Tiere aus dem Bauernhof mit dabei sind. Ich glaube, Kühe hat Julius so, also schon von Weitem gesehen, aber jetzt nicht so von der Nähe, ne? Aber ich glaube, das könnte auch ein schönes Buch für ihn werden. Ja, und am 24. Dezember, Heiligabend, haben wir dann sehr wahrscheinlich auch eine Knallergeschichte. Aber es war ja immer schon weihnachtlich. Hier bleibt es weihnachtlich mit Nilos Wunschzettelabenteuer an den Weihnachtsmann Polarkreis Finnland. Habt ihr damals auch Briefe an den Weihnachtsmann geschrieben? Ja, den einen oder anderen habe ich verfasst, bis ich irgendwann mal so ein bisschen gemerkt habe, dass er mir nicht unbedingt antwortet. Das war traurig. Nun, hier haben wir einmal den Adventskalender ausgepackt und ich finde einfach, dass er sich lohnt. Wie gesagt, man hat hier 24 mal 99 Cent, das heißt, es sind ungefähr 24 Euro Warenwert. Du machst halt einfach einen Schnapp damit, ne? Aber trotzdem, nebenbei hast du, trotzdem, gleichzeitig hast du hier halt auch einfach 24 wunderschöne Weihnachtsgeschichten. Ich finde, das ist eine richtig tolle Idee von Pixie, dass sie so einen Adventskalender rausbringen und vor allem, dass es halt ein Adventskalender ist, wo man halt auch noch einen Preisvorteil hat. Andere Firmen machen das halt ein bisschen anders, dass du eben keinen hast und das finde ich schade. Hier hat man das und das mag ich. Das gefällt mir. Das haben die toll gemacht. Wie fandet ihr den Pixie Adventskalender? Ich vermisse dir irgendein Tier vielleicht, was in einem Buch vorgekommen wäre. Wie gesagt, für mich persönlich hätten hier auch gerne Bagger und Autogeschichten kommen können, aber ich glaube eben, weil dieser Adventskalender so unisex gestaltet ist, haben die extra darauf verzichtet, auf irgendwelche gebrandet für Jungs, gebrandet für Mädchen, Geschichten, in Anführungsstrichen setze ich das wirklich, ne, zu verzichten, damit halt wirklich jedes Kind, der oder die diesen Adventskalender öffnet, halt sich darüber freut und ich glaube, damit haben die echt ins Schwarze getroffen. Also ich finde ihn toll und freue mich auf Julius' strahlende Augen, wenn er dann nach und nach die einzelnen Bücher so bei uns entdeckt und ja, dann bin ich mal gespannt, wie Nicole den so bewertet und welche Kindheitserinnerung bei ihr so herausgekitzelt wurde. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!